Willkommen zurück zu einem neuen Part von Ghost Pirates of Wuju Island. Wir befinden uns anscheinend in einem Gefängnis mit Papa Doc und schauen jetzt einmal, was sich außerhalb unserer Gefängniszelle befindet. Wir sind ja schließlich ein Geist und können durch Gitter und Wände gehen. Ich kann das Gefängnis als Geist erforschen, aber ich muss zurückkehren, um meinen Körper zu befreien. Ich muss mit dem Herrscher und Ischelle sprechen. Na gut, Ischelle wird wahrscheinlich die Geisterform erkennen können. Manchmal ist die Blockade nur in unseren Köpfen. Erzähl das dem Skelett in deiner Zelle. Nun, das war nur eine Metapher. Alles klar, dann schauen wir uns doch hier einmal um. Da kommen wir zurück. Die Gitterstäbe haben wir uns schon von innen in der letzten Folge angeschaut. Die Fackeln könnten doch vielleicht was sein. Aztiklanische Fackeln. Es sind immer zwei, um die Zwillingsgötter Sonne und Mond zu ehren. Schnauze, das stimmt. Also der Schrumpfkopf mischt sich jetzt ganz schön ein, was ich irgendwie ganz süß finde, aber es überrascht mich, weil der am Anfang gar nicht da war. Das soll in meinen Besitz übergehen. Okay, irgendwas können wir abfackeln, das gefällt mir. Interessantes Wandgemälde. Drei verzweifelte Schlangen, eine für jeden der Geisterpiraten. Ich bin die obere, offensichtlich. Ich weiß nicht, ergibt das irgendein Muster? Die obere verläuft so, die in der Mitte so, ja, und die untere so. Das brauche ich nicht. Kann man damit quatschen? Es wäre töricht, damit zu sprechen. Ja, du hast so recht. Okay, hier gibt es sonst weiter nichts außer weiteren Fenstern, aber ich denke, die sind nicht so interessant. Ich sehe den weiten blauen Himmel. Wundervoll. Okay. Auf in den Wachraum. Ich kann nicht fassen, dass er uns rausgeschmissen hat. Achso, ich dachte, ich hab dich gewarnt. Keine Bohnen. Keine Bohnen. Noch mehr Fackeln? Das ist nicht meine Schuld. Noch mehr Fackeln. Die Aztiklaner lieben das Licht. Ich muss sagen, ich hab's lieber ein bisschen dunkler. Ich komme nicht dran. So, die Fässer schauen wir uns an. Den alten Herrscher hat das nicht gestört. Sechs Fässer mit aztiklanischem Rum. Der ist sogar stärker als der Piratenrum aus Mary Kay. Oha. Die sind fest zusammengebunden. Wird der Alkohol mir helfen, zu vergessen? Oh, ja. Vergessen ist vielleicht später. Jetzt gar nicht so angebracht. Jetzt sollte er einen klaren Kopf bewahren, aber vielleicht können wir ihn Rum abfackeln. Es würde ewig dauern, bis diese Fässer verbrennen. Na, die Fässer nicht, aber der Rum. Na gut, dann schauen wir uns mal die Wachen an. Zwei Wächter. Sie riechen kräftig nach Rum. Das sind angeheuerte Verbrecher. Keine ausgebildeten Palastwachen. Sie dienen Itzakoka, nicht dem Herrscher. Keine Frage. Nein, danke. Nein, danke. Sie können mich als Geist nicht hören. Stell dich nicht so an. Sechs Fässer mit aztiklanischem Rum. Ach, jetzt hab ich die Fässer. Der ist sogar stärker als der Piratenrum aus Mary Kay. Ich dachte, ich hätte den Wächter angeklickt. Aber das geht scheinbar gar nicht. Na gut. Dieser Knüppel erregt mein Interesse. Ein neu hergestellter Hammer mit scharfen Schneiden aus Glas. Damit würde ich gerne mal Cricket spielen. Ich leihe mir das mal eben. Noch nicht ganz. Mich irritiert, dass sie die ganze Zeit quatschen. So, was haben wir denn hier? Rum ist sicherer als Wasser. Ah, wir kommen noch weiter raus. Oh, war da noch was? Ja, was die Wächter der Brücke pinkeln immer in den Fluss. Den habe ich eben auch wieder mal nicht gesehen. Hier muss man echt ganz genau das Bild absuchen. Bist du sicher, dass wir die... Ein Dachbalken, genau wie die anderen. Diese alten Decken sind nicht sehr stabil. Die Zagoka will, dass wir sie tragen. Beide Enden sind gut gesichert. Kann man den vielleicht abschlagen? Er ist der Boss. Muss das wirklich zerschlagen werden? Ja. Du könntest auch abfackeln, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Es muss ja nicht alles in Brand gesteckt werden. Ach, Mann. Ach, der Ofen, hast den haben wir eben auch noch nicht gesehen. F-Klasse-Kahn gesehen? Was ist das für ein widerliches Fleisch?
Wasserschweinbraten? Ich hab gehört, dass er 40... Yamo denkt, dass wir das nicht brauchen werden. Ich bin sicher, dass es viel zu erzählen gibt. Vielleicht später. Was mit dem Holz? Da können wir nichts mit anfangen. Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt Granit, haben wir aber wirklich alles Sandstein. Hier im Baum schon mal gesehen. Granit und haut ab besser zum rein. Cliff. Dies ist also ein Cliff. Na gut, was haben wir hier? Einen Kamin? Der Schornstein, der in den Raum der Wächter führt. Damit können wir irgendwas anstellen. Dafür gibt es keinen guten Grund. In den Schornstein labern? Das bringt doch nichts. Okay, Yamo. Zufrieden? Ich glaube, ich mag seinen Schrumpfkopf. So, was haben wir denn hier alles? Eine Weinrebe. Gesunde grüne Weinreben, die sich monatelang dem Licht entgegengestreckt haben. Kann ich damit was machen? Ich komme nicht dran. Schade. Keine Zeit für tiefgreifende Diskussionen. Zumal er kommt nicht dran, aber die reicht bis hier oben hinaus. So, die Weinrebe. Hier haben wir nichts. Da oben nicht. Das können wir uns nicht anschauen. Ein Brückenwächter, den wir uns gleich mal angucken. Aber ich habe noch einen geschnitzten Schlangenkopf gesehen. Eine Schnitzerei eines aztiklanischen Schlangengottes. Schlangen sind in dieser Gegend heilig. Sie verehren die Sonne, genau wie die Aztiklaner. Warum? Weil Schlangen Kaltblüter sind. Genau wie Simbi. Brauche ich wirklich eine aztiklanische Schlangenskulptur? Die würde sich gut in meinem Orakelraum machen. Nein, der Versand wäre viel zu teuer. Was haben wir denn mit dieser Plattform? Ein niedriger Balkon. Das Gefängnis liegt nicht in der Nähe des Haupttempels, um den Herrscher nicht zu gefährden. Ich komme nicht dran. Du könntest springen, du bist ein Geist. Es wäre töricht, damit zu sprechen. Mal sehen, was haben wir hier? Schauen wir uns ihn mal an. Ich sehe einen Wächter am Brückenhebel stehen. Er scheint zu schlafen. Die Götter werden ihn bestrafen. Ja, aber den könnten wir umstoßen und dann... Ich muss auf die andere Seite, um die Brücke runterlassen zu können. Ja, also theoretisch könnte er schon hier runterhüpfen und das machen. Finde ich. Vielleicht, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Na gut, was könnten wir denn machen? Wir könnten den Schlangenkopf kaputt machen. Der fällt runter und berührt aus Versehen muss den Hebel. Muss das wirklich zerschlagen werden? Ja. Moment, ist das das Fenster? Die Weinrebe. Vielleicht können wir die irgendwie zerschlagen, dass die runterhängen. Muss das wirklich zerschlagen werden? Ja, dann könnte sie in deine Zelle reichen und du könntest rausklettern. Ich finde meine Idee super. Es muss ja nicht alles in Brand gesteckt werden. Es muss ja nicht alles in Brand gesteckt werden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir vergessen, das aufzusammeln. Muss das wirklich zerschlagen werden? Denn jetzt im Moment hier draußen kann man... Moment. Thronsaal. Ich komme nicht dran. Ich hätte mich jetzt nämlich sonst aufgeregt, wenn er jetzt einfach da hätte langlatschen können. Na gut, wo könnten wir denn jetzt noch hin? Irgendwas da unten. Aber davon kann man nicht so viel lagern. Vielleicht können wir diesen Knüppel verwenden, um einen davon zu schlagen. Sie würden sehen, dass der Knüppel sich bewegt und ihn mir entreißen. Nein. Sie würden sehen, dass der Knüppel sich bewegt und ihn mir entreißen. Das heißt, ich muss sie irgendwie ablenken. Ich hab dich gewarnt, keine Bohnen. So, der Ofen. Gucken wir nochmal drüben, ob wir da was vergessen haben. Vielleicht können wir auch die Schlangen anzünden oder so. Es muss ja nicht alles in Brand gesteckt werden. Scheinbar nicht. Oder noch irgendwas in der Zelle? Mit den Gitterstäben können wir wahrscheinlich nichts machen.
Die Schlösser sind verziert. Hier kommt man nur raus, wenn man tot ist. So, was haben wir denn hier? Noch weitere Zeichnungen, die ich eben nicht gesehen habe? Wellenlinien vom Priester und der Herrscher ist beleidigt. Was bedeutet das? Zeichnungen und Gemälde sind was für Verschwender. Vielleicht, wenn ich etwas mehr Zeit habe. So, was haben wir denn noch hier oben? Vielleicht irgendwas? Das Steinbett ist jetzt nicht so interessant. Zeigen wir das mal unseren Freunden. Keinen Schimmer. Warum fragst du mich immer sowas? Ich weiß nicht, aber ich liebe es. Was ist mit dem hier? Ach, wir wissen doch alle, was das ist. Ich weiß, was es ist, aber ich möchte es nicht machen. Du willst Feuer spucken? Das ist einfach. Dein Mund ist wirklich nass. Der Trick ist, nicht einzuatmen. Erzähl ihnen das doch nicht. Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen. Na gut. Aber immerhin haben wir so einen ganz süßen Dialog gehabt. Ich meine ja, wir müssen dafür sorgen, dass die Weinreben hier reinkommen. Und wir haben auch gar keine Wahl, in unseren Körper zu gehen. Mal sehen. Hier sind die Gitterstäbe. Können wir hier drin irgendwas abfackeln? Es muss ja nicht alles in Brand gesteckt werden. Ach Mann. Gitterstäbe. Die will er ja alle nicht anfackeln. Nachtwachraum. Ich dachte gerade, da stünde noch was anderes. Vielleicht können wir wirklich was mit dem Schlangenbild machen. Fenster hatten wir eigentlich schon geschaut. Ich sehe den weiten blauen Himmel. Ja, das wissen wir. Du kommst doch nicht rein. Ich könnte jederzeit fliehen, indem ich durch die Mauern gehe. Aber ich brauche meinen Körper, um mit Pakal sprechen zu können. Das brauche ich nicht. Das ist nicht meine Schuld. Du konntest dich nicht beherrschen, oder? Ich weiß genau, dass ich irgendwas übersehe. Aber ich weiß nur den nicht was. Der Herrscher hat das nicht gestört. Vielleicht kann ich ja den Wächter abfackeln. Es muss ja nicht alles in Brand gesteckt werden. Nee, ich glaube, meine pyromanische Art ist nicht so angebracht. Ich wünschte, ich hätte einen Vogelkopf. Die sind fest zusammengebunden. Man muss mit dem leben, was man hat. Ich würde sagen, ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause, schaue mich noch ein bisschen um. Und sobald ich irgendwas herausgefunden habe, schalte ich wieder dazu. Also bis gleich. So, ihr Lieben. Keine 2 Minuten später bin ich auch schon wieder da. Diese Blätter hier sind so unoffensichtlich. Ich habe sie echt nicht gesehen. Und diese können wir scheinbar untersuchen und vielleicht sogar mitnehmen. Vielleicht geht's dann weiter. Nasse Palmenblätter. Hier hat schon seit Monaten niemand mehr aufgeräumt. Okay, dann schauen wir mal, ob wir die mitnehmen können. Ich denke, die könnte ich verwenden. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Da hat er recht. Okay, und ich würde sagen, dann fangen wir direkt mal an, damit zu untersuchen. Damit könnten wir vielleicht den Kamin verstopfen. Das scheint zu klappen. Und ich nehme an, der Rauch wird dafür sorgen, dass sie da unten entweder ersticken oder dass sie einfach rausgehen. Gut gemacht. Okay, denn es kommt zumindest schon mal kein Dampf mehr raus. Mal gucken, was da unten passiert ist. Na gut, aber sie sind zumindest schon mal geflohen. Das heißt, wir können jetzt mit dem Knüppel irgendwas anstellen. Vielleicht können wir tatsächlich die Fässer mal kaputt machen. Da bin ich doch immer für zu haben. Exzellente Idee. Ich bin ein intelligenter Mann, aber ab und zu prügle ich mich einfach gerne.
Ja, dieser Knüppel passt irgendwie so gar nicht zu ihm. Der Balken da oben hat sich bewegt. Mal gucken, ob wir jetzt irgendwas damit machen können. Durch die Explosion hat sich das eine Ende gelöst. Ich glaube, ich hab's verstanden. Wahrscheinlich können wir jetzt die anderen Fässer kaputt machen. Die sind ja noch stehen geblieben. Und dadurch, dass jetzt dieser Balken hier liegt, werden die abgeleitet und rollen vielleicht hier unten zur Gefängnishalle. Probieren wir das doch mal aus. Ja, er scheint es zu machen. Ja. Das hat gut funktioniert. Würde ich auch sagen. Und dann gehen wir doch mal nach unten. Ja. Da ist doch eine Lache aus Rum. Verschütteter Rum. Ich hatte gehofft, die Rumfässer würden meine Zellentür zerschmettern. Ein bisschen Unordnung ist kein Problem, wenn man dabei ist, die Welt zu retten. Da hat er recht. Aber Rum ist doch auch leicht entzündlich. Die Zeit ist reif. Aber ich hätte seinen Körper jetzt ein bisschen von Schließ der Tür weggelegt. Schließ deine Augen, Yamo. Ach ja, stimmt. Ich habe deine Augenlider entfernt. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe jetzt eher gedacht, dass die Tür weggeschmolzen wird oder so. Aber wir scheinen nun hier hochklettern zu können. Ich würde sagen, jetzt wo wir das hier erreicht haben, beenden wir den Part für heute und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!